Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, die uns überrascht hat, aber auch gefreut hat. Und in der Tat hat diese Einladung bei uns einige Überlegungen ausgelöst. Sie stellen diese dreiteilige Reihe ja unter das Label psychoanalytische kritische Wissenschaft. Das ist so eine Sache. Erstmal deswegen, weil wir heute gar nicht mehr wissen, wenn wir von Psychoanalyse reden, was das im Einzelnen ist. Es gibt in der Zwischenzeit etwa ein Dutzend Theorien, die sich auf die Psychoanalyse berufen, die aber zum Teil so verschieden voneinander sind, dass man Schwierigkeiten hat, sie als Einheit überhaupt zu sehen. Dann haben wir das Problem, was kann hier und heute eigentlich Kritik sein? Wir haben mit unserem Partnerinstitut, dem Institut für Sozialforschung in Frankfurt, seit ein paar Jahren eine Reihe, wo es darum geht, Kritik heute. Ja, worauf berufen wir uns? Wir haben eine Situation, Kritik in einer Zeit nach den großen Erzählungen, zu denen eben auch der Kommunismus gehört. Und wie und warum und von welchen Grundsätzen aus kann eigentlich heute Kritik formuliert werden? Also von daher haben Sie bei uns eine produktive Unruhe ausgelöst. Erstmal gar keine Frage. Wir haben dann überlegt, was können wir eigentlich in einer so kurzen Zeit machen, und haben dann uns für drei Themen entschieden, die zwar nicht aufeinander aufbauen, aber die sich so im Sinne eines Staffellaufs die Staffelhölzer in die Hand geben. Ich werde versuchen, Ihnen heute Abend anhand eines Textes ein paar Grundmotive der Freud'schen Psychoanalyse nahezubringen. Jan Lohl wird dann beim nächsten Mal etwas über die Frankfurter Schule, die Psychoanalyse und die Verarbeitung des Nationalsozialismus sagen. Und Marie-Sophie Löhlein wird diese kleine Reihe abschließen mit einer Diskussion darüber, wo sind eigentlich die konservativen Seiten der Psychoanalyse, die heute kritisch zu befragen sind. Ich trage absichtlich nicht frei vor, weil ich viele Zitate von Freud mit einmontiert habe, in der Hoffnung, dass Sie dadurch ein Gefühl dafür kriegen, wie er spricht und wie er denkt. Das wäre, wenn ich sozusagen nacherzählen würde, nicht dasselbe. Es kann auch gut sein, dass Sie vieles von dem, was ich Ihnen vortrage, für ziemlich befremdlich halten. Es ist immerhin 100 Jahre her. Der Text Zeitgemäßes über Krieg und Tod, den ich Ihnen vorstellen will, ist 1915 geschrieben. Aber Sie werden unter Umständen erkennen, dass es bestimmte Motive gibt, die wir heute für die Analyse, die politische Analyse der globalen Welt eigentlich ganz gut gebrauchen können. Also, wenn es Ihnen befremdlich vorkommt, dann würde ich Sie bitten, lassen Sie sich eine Stunde lang befremden. Und dann haben wir, wie gesagt, Open End Zeit, miteinander auszuloten, was daran womöglich heute fremd, vielleicht sogar bizarr erscheint und wo Sie sagen, da kann ich selbst mit meinen Erfahrungen oder meinen Überlegungen andocken. Am 28. Juli 1914 erklärt das Habsburger Reich Serbien den Krieg, nachdem junge bosnisch-serbische Nationalisten Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau ermordet haben. Ja, Sie werden sich erinnern. Wenige Tage später folgt die Kriegserklärung Deutschlands erst an Russland, dann an Frankreich. In den Morgenstunden des 4. August 1914 marschieren deutsche Truppen im neutralen Belgien ein. Eine ständige Ausweitung des Krieges droht. Nachdem noch Großbritannien in den Konflikt verwickelt wird, hat ein Weltkrieg begonnen. Wir kennen das aus dem Geschichtsunterricht. Mit seinem Aufsatz Zeitgemäßes über Krieg und Tod reagiert Freud auf diese Erlebnisse und Ereignisse und mehr noch auf die unglaubliche anfängliche Kriegsbegeisterung breiter Bevölkerungsschichten, einschließlich der Begeisterung, die Freud selbst und sein Kreis erlebt und an sich beobachtet haben. Als er ihn schreibt, diesen Text, liegt seine eigene Kriegsbegeisterung allerdings bereits hinter ihm. Er hat zu einer nüchternen Haltung zurückgefunden, die es ihm erlaubt, den Krieg zu einem Gegenstand psychoanalytischer Untersuchungen zu machen.
Wie sehr Freud selbst anfangs von einem nationalen Hochgefühl ergriffen ist, lässt sich einiger seiner Briefe entnehmen, die er aus Wien an einen Kollegen Karl Abraham schreibt, der in Berlin ebenfalls ganz patriotisch empfindet. Er fühlt sich wieder als Österreicher, ein Gefühl, so bekennt er, das er seit 30 Jahren nicht mehr gehabt habe. Die Stimmung ist überall eine ausgezeichnete, das Befreiende der mutigen Tat, gemeint ist die Kriegserklärung. Der sichere Rückhalt an Deutschland tut doch auch viel dazu. Und noch einmal, wir haben an den deutschen Siegen einen festen Halt für unsere Stimmung. Das muss man auf sich wirken lassen. Erst allmählich nimmt Freud Kriegszeiten als das wahr, was sie sind. Zeiten der entfesselten Bestialität, wie er in einem letzten Brief an Abraham schreibt. Ähnlich ergeht es Freuds Söhnen an der Front. Zunächst meldet sich Martin freiwillig, dann Ernst, schließlich wird auch noch Oliver eingezogen. Martin zieht als ein früher Freiwilliger in den Krieg, um nicht, wie er dem Vater schreibt, diese fürchterliche, aber gewiss auch ungewöhnlich spannende Epoche als bloßer Zuschauer mitzumachen. Und im selben hochgestimmten Ton, ich bin überzeugt, dass mir das Gefühl, diesen Krieg auch nur als einfacher Kanonier mitgemacht zu haben, eine beständige Freude gewähren wird. Bis heute ist das Thema in der politischen Psychologie, wie kann man sich vorstellen, dass eine solche Kriegsbegeisterung überhaupt entsteht und aufrechterhalten wird. Als Martin später einen Streifschuss am Arm erhält und nur durch Glück einen Kopfschuss entgeht, hat ihn dieser Schrecken längst eingeholt. Mit ihren anfänglichen Hochgefühlen sind die Freuds überhaupt nicht alleine. Noch weiß niemand, dass der Erste Weltkrieg der erste totale Krieg der Menschheitsgeschichte werden wird. Am Ende hat er 4,5 Millionen Menschen, 4,5 Jahre gedauert und 10 Millionen Menschen, vor allem Soldaten, aber in einer unglaublichen Ausmaß auch Zivilisten das Leben gekostet. Noch verhalten sich die Kriegsparteien überwiegend, als ob der Waffengang ein Spaziergang wäre, der lediglich Tage oder Wochen dauert, bis der Sieg errungen ist. So steht auf Eisenbahnwaggons, die deutsche Soldaten an die Front bringen, zu lesen, auf zum Frühstück nach Paris. Alle Welt ist manisch, was gerade in Deutschland und Österreich viel damit zu tun hat, dass dieser Krieg überhaupt keine instrumentellen politischen Ziele zu haben scheint, sondern vermeintlich um der moralischen Erneuerung der Völker, ja der gesamten Menschheit willen geführt wird. Kultur gegen Zivilisation, Innerlichkeit gegen Äußerlichkeit, Gemeinschaft gegen Gesellschaft und Nationalismus gegen Internationalismus. Alles Bipole, die im Grunde genommen nach wie vor aktuell sind. Die propagierte moralische Erneuerung beabsichtigt den Modernisierungsprozess und mit ihm die fortschreitende Rationalisierung und Säkularisierung in Schach zu halten. Sogleich die Kriegsbegeisterung einem religiösen Erweckungsleben. Und wie sehr Kriegsbegeisterung und Religion zusammengehen, brauchen wir im Moment nur anzuschauen, wenn wir den Fernseher anschalten. Das Bürgertum feiert diesen Krieg mit Sätzen wie von Thomas Mann: Es war Reinigung, Befreiung, was wir empfanden und eine ungeheure Hoffnung. Wie hätte der Künstler, der Soldat im Künstler, nicht Gott loben sollen für den Zusammenbruch einer Friedenswelt, die er so satt, so überaus satt hatte? Ja, eine Friedenswelt, die Menschen satt haben und die sich einen Krieg herbeiwünschen, um diese Langeweile nicht mehr erleben zu müssen. Was ist das für ein Motiv? Auf dem Hintergrund dieses Kontextes, den ich kurz entfaltet habe, ist Zeitgemäßes über Krieg und Tod entstanden. Und man darf wohl sagen, dass Freud das Thema Krieg und mit ihm die menschliche Aggressionsneigung als Schicksalsfrage der Gattung zeitlebens nicht wieder losgelassen hat. So wird er etwa im Februar 1916 angesichts der Großoffensive der Deutschen in Verdun in einer seiner Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse öffentlich gegen die These der verführten Massen argumentieren.
Sein Satz, sein bis heute wichtiger Satz für die politische Analyse heißt: Glauben Sie denn wirklich, dass es einer Handvoll gewissener Streber und Verführer geglückt wäre, all diese bösen Geister zu entfesseln, wenn die Millionen von Verführten nicht mitschuldig wären? Ja, er verweist darauf auf einen Punkt, der bis heute wichtig ist, nämlich immer dann, wenn die Bevölkerungen glauben, dass ihre Führer sie verführt hätten, dass sie genau in diesem Moment verleugnen, dass ihre Führer selbst Ausdruck ihrer eigenen Wünsche sind. Und das ist eine grundlegende Figur, mit der Freud arbeitet. Wir können uns alle nicht darauf herausreden, dass unsere Anführer nur schuld sind. Wir sind nicht einfach Verführte, sondern wir sind immer auch Mitspieler und sind dementsprechend auch in Verantwortung. Und seinen Brief an Albert Einstein, Warum Krieg, aus dem Jahr 1932, dort spricht Freud von einer konstitutionellen Intoleranz gegen den Krieg. Nur dann, sagt er, wenn wir uns mit körperlicher Aversion auf Krieg einstellen, Krieg verhindern, Krieg als etwas erleben, das wir zum Erbrechen uns anekelt, dann unterlassen wir es, Krieg zu führen. Aber damit ist genau nicht zu rechnen. Mit Freud haben wir jemanden vor uns, der durchgängig skeptisch ist und dessen ganzes Werk im Grunde genommen die Zivilisation als einen dünnen Firnis betrachtet, der jederzeit brechen kann. Also nach dieser kurzen Einführung in den Kontext, in dem der Text entstanden ist, will ich ein bisschen aus diesem Text, der auf Freuds religionskritische Schrift Die Zukunft einer Illusion aus dem Jahr 1927 vorwegweist, ein bisschen daraus referieren und ein paar Motive herauspräparieren. Freud schreibt diesen Text aus der Perspektive, wie er das selbst sagt, eines Kulturweltbürgers. Für seinesgleichen schreibt er ihn. Als ein solcher haben er und sie, seinesgleichen, an eine Entwicklung geglaubt, wie sie, obgleich Freud ihn nicht erwähnt, Immanuel Kant in seiner bürgerlichen Utopie zum ewigen Frieden vorgezeichnet hat. Nämlich, dass die Handelsinteressen der Kulturnationen zu einer internationalen Verflechtung führen, die Kriege unwahrscheinlich oder, falls unvermeidlich, wenigstens, wie Freud sagt, zu einem ritterlichen Waffengang machen. Dahinter steckt die Vorstellung, die bis heute propagiert wird, dass nämlich die Verflechtung von Interessen, von Handelsinteressen, von ökonomischen Interessen letztendlich Abhängigkeiten schaffen, die zum Frieden führen. Was dabei ausgeblendet wird, dass im gleichen Maße, wie das wohl sein kann, eben ein Großteil der Kriege aus ökonomischen Interessen geführt werden. Und Freud verweist darauf, wir tun gerne so, als wären wir in einer Interessengemeinschaft miteinander vergemeinschaftet, aber in der Tat sind die Interessen etwas, was Masken sind für die dahinterliegenden, zum Teil mörderischen Leidenschaften. So wird der Krieg dann auch mit einer erschreckenden Grausamkeit, dieser Erste Weltkrieg mit einer erschreckenden Grausamkeit ausgetragen, in der das Völkerrecht permanent missachtet wird. Die Nationen bekämpfen einander mit unversöhnlichem Hass. Dabei geht die Gewalt von Bürgern aus, die doch im Rahmen eines staatlichen Gewaltmonopols zu individuellem Gewaltverzicht zivilisiert worden sind. Wenn die Kulturweltbürger angesichts dessen enttäuscht sind, dann deshalb, weil sie sich so Freud getäuscht haben. Diese Enttäuschung habe aber letztlich auch etwas Gutes, sagt er etwas provokant, weil sie die Zerstörung einer Illusion sei. Illusionen sind für Freud das Ergebnis eines wunscherfüllenden Denkens, das der Anerkennung der Realität weichen muss. Der Krieg bringt die Wahrheit über die Natur des Menschen, sagt Freud, zum Vorschein. Während die Befürworter des Krieges ähnlich argumentieren, diese Wahrheit aber in Vaterlandsliebe und Opferbereitschaft sehen, mithin den Krieg als eine Institution behaupten, der das Beste aus den Menschen hervorbringt, besteht für Freud die Wahrheit darin, dass Gewaltbereitschaft auch bei kultivierten Menschen erschreckend leicht enthemmt werden kann.
Das ist ein durchgängiges Motiv seines Werkes. Er spielt mit zwei großen Kräften, einerseits Eros, Liebe, Sexualität, auf der anderen Seite Thanatos, Gewalt, Tod. Und er hat immer wieder in seinem Leben versucht, Vertrauen in den Eros zu setzen, aber je älter er geworden ist, desto mehr hat er darauf beharrt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die destruktiven Kräfte, die erotischen, überflügelt werden. Diese Skepsis ist er nie losgeworden. Denn egoistische und grausame Triebregungen gehören, so Freud, zu der elementaren Natur des Menschen, die trotz ihrer Veredelung in seinen Worten fortbestehen und auf dem Wege der Regression wiederbelebt werden können. Diese Position, die Freud da einnimmt, ist eine, die heute von vielen Kolleginnen und Kollegen bestritten wird. Das hat viel damit zu tun, dass das sogenannte Triebkonzept an Bedeutung verliert. Wir haben in der Psychoanalyse zunehmend mehr Theorien, die eigentlich die andere Seite betonen, die Bindungsorientierung betonen, die Sozialität als eine Fähigkeit betonen, die früh angelegt ist und die ihrerseits skeptisch sind gegen Freuds Skepsis und den Versuch machen, die düsteren Seiten von Freud eigentlich eher zur Seite zu legen und für ein optimistischeres Menschenbild zu votieren, das Freud überhaupt nicht gehabt hat. In Wirklichkeit sind die Menschen, so meint Freud, in Wirklichkeit sind sie überhaupt nicht so tief gesunken, wie wir fürchten, weil sie gar nicht so hoch gestiegen waren, wie wir es von ihnen glaubten. Ja? Also die Illusion, so Freud, besteht darin, dass wir uns in guten Zeiten eine Kultiviertheit zuschreiben, die jederzeit, wenn Leidenschaften durchbrechen, wieder zusammenklappen können und eben als dünner Firnis nicht mehr einen Schutzwall bilden gegenüber den destruktiven Kräften. In diesem Text, den ich vorstelle, stellt Freud seinerseits eine ganze Reihe von sogenannten Illusionen vor, wie er das nennt. Ich will einige davon kurz erwähnen. Die erste Illusion, die sich bei ihm ganz durchzieht, ist eben die Illusion der Kultiviertheit. Die meisten Menschen, so Freud, leben ihre egoistischen und grausamen Triebbedürfnisse nur deshalb nicht aus, weil sie soziale Angst haben. Wo Angst vor Sanktionen herrscht, hat keine strukturelle psychische Veränderung stattgefunden. Wenn es der Gesellschaft ausreicht, dass sich ihre Mitglieder so sittlich verhalten, wie sie sich verhalten sollen, ohne die Motive zu bedenken, warum sie sich sittlich verhalten, begünstigen sie, wie Freud das nennt, Kulturheuchelei. Freud erscheint die Gesellschaft seinerzeit, und wir müssen überlegen, heute auch noch, als eine Gesellschaft geheuchelter Kultiviertheit, in der die meisten ihrer Mitglieder nur auf eine günstige Gelegenheit warten, sich von ihrem erzwungenen Kulturgehorsam psychisch zu entlasten. Das heißt also, die Vorstellung, dass Zusammenleben darüber funktioniert, dass wir alle ein Gewissen ausbilden und wir den Normen unserer Gesellschaft aus Gewissensneid folgen, lehnt Freud ab und hält das für eine Illusion. Stattdessen ist er der Überzeugung, dass im Grunde genommen nur soziale Angst, die Angst vor Strafe, Menschen daran hindert, eben grausame und egoistische Bedürfnisse auszuleben. Der Krieg, so sagt er, ist eine solche günstige Gelegenheit, in der es zu einem Zusammenbruch der Zivilisation kommen kann. Gesellschaftsmitglieder, die sich nur aus Angst vor Sanktionen sittlich verhalten, verlieren im Krieg, oder man könnte es erweitern, in Konflikten alle Sittlichkeit, weil dort unsittliches Verhalten staatlich erlaubt oder sogar geboten ist. Freud zweifelt daran, dass es jemals eine Gesellschaft geben könnte, die ohne jede Kulturheuchelei auskommt. Somit ist die Sittlichkeit der Gesellschaftsmitglieder immer eine Mischung aus Selbstzwang und Fremdzwang. Den intrinsischen Kulturgehorsam, der also auf eine dauerhafte Veränderung der Psyche beruhen würde, erachtet Freud zwar als progressive Entwicklung, glaubt aber nicht daran, dass er sich wirklich durchsetzen wird. Und wenn wir uns angucken,
wie selbst zivilisierte, sehr zivilisierte Nationen in Kriegen anfangen, auf archaische Reaktionsweisen zurückzugreifen, dann wird man ihm in großer, sicher in vieler Hinsicht bis heute recht geben müssen. Je weniger nun bei Gesellschaftsmitgliedern die Umsetzung von äußeren Zwang in inneren Zwang, also in Gewissenszwang gelungen ist, desto anfälliger werden sie für regressive Entwicklungen. Der frühere seelische Zustand, so Freud, mag sich jahrelang nicht geäußert haben. Er bleibt doch so weit bestehen, dass er eines Tages wiederum die Äußerungsform der seelischen Kräfte werden kann, und zwar die einzige, als ob alle späteren Entwicklungen annulliert, rückgängig gemacht worden wären. Also hier nochmal das Motiv bei ihm. Bürgerlichkeit ist für einen Großteil der Menschen eine Maske, die sie so lange tragen, bis es nicht Gelegenheiten gibt, wo sie ihre egoistischen und destruktiven Wünsche ausagieren können, vor allen Dingen immer dann, wenn es eine gute Rationalisierung dafür gibt, wenn man also auf einen Feind verweisen kann, der einen bedroht und vor dem man sich aus guten Gründen eben schützen muss. Mit dieser Illusion der Kultiviertheit ist eine zweite Illusion verbunden, die er benennt. Die nennt er die Illusion der Macht der Intelligenz. Während Freud gerne mit dem berühmten Satz zitiert wird, die Stimme des Intellekts ist zwar leise, aber sie ruht nicht, ehe sie sich Gehör geschaffen hat. Dieser Satz wird im Zeitgemäßes über Krieg und Tod ganz skeptisch reformuliert. Die Frage ist, schützt Intelligenz vor Regression? Schützt Intelligenz vor einem Ausleben egoistischer und destruktiver Bedürfnisse? Oder tritt sie womöglich nicht sogar in deren Dienst? Ja, Freud ist skeptisch, er hofft auf die Macht der Intelligenz, glaubt aber, sie werde, was politische Prozesse anbelangt, massiv überschätzt. Eine dritte Illusion, die damit einhergeht, die kann man Illusion der Reversibilität nennen. Und hier spielt, das muss man vielleicht sagen, das ist eine Eigenart von Freud, die so auch nicht als eine wissenschaftliche Aussage genommen werden kann, aber die sein Denken deutlich macht. Er spielt gerne in vielen seinen Schriften die sogenannten Urmenschen gegen die Kulturmenschen aus. Urmenschen sind in seiner Vorstellung, ja, er meint damit keine konkreten Gruppen, sondern er meint eigentlich einen Menschen, der keiner Kulturheuchelei unterliegt, sondern bei dem man noch in reinerer Weise im Grunde genommen diese Anlagen, von denen er ausgeht, sehen kann. Der Urmensch geht, so Freud, nach einem Kampf auf Leben und Tod, in dem er selbst getötet hat, nicht einfach zur Tagesordnung über, sondern der Urmensch betreibt eine rituelle Entsühnung. Ja, unabhängig davon, ob das ethnologisch stimmt, das Argument ist für ihn wichtig. Wenn er als Sieger vom Kriegspfade heimkehrt, so unterstellt ihm Freud das, darf er sein Dorf nicht betreten und sein Weib nicht berühren, ehe er seine kriegerischen Mordtaten durch oft langwierige und mühsames Busen gesühnt hat. Auf diese Weise, so Freud, zieht der Urmensch eine Grenze, die verhindern soll, dass der Friede durch den Krieg kontaminiert wird. Freud zufolge verhält sich der Kulturmensch anders. Zitat: Wenn das wilde Ringen dieses Krieges seine Entscheidung gefunden hat, wird jeder der siegreichen Kämpfer froh in sein Heim zurückkehren, zu seinem Weibe und den Kindern unverweilt und ungestört durch Gedanken an die Feinde, die er im Nahkampf oder durch fernwirkende Waffen getötet hat. So verhält sich der Kulturmensch und genau das, so Freud, ist eine Illusion. Und zwar deswegen eine Illusion, weil die Reversibilität nicht existiert. Also die Vorstellung, man könne bis auf jetzt gleich Menschen umbringen und dann morgen ein Familienvater, eine Mutter sein, die überhaupt nicht beeindruckt ist von diesen Erfahrungen, das ist schlicht nicht denkbar, aber zu den bürgerlichen Illusionen gehört es dazu,
dass Menschen von jetzt auf gleich in dieser Weise umschalten könnten. Freud kritisiert also die Illusion der Reversibilität, da die Erfahrungen des Krieges tatsächlich nicht so einfach zu löschen sind, wie sie es glauben machen will. Sein Vergleich mit dem Urmenschen ist bezogen auf ein künftiges Ende des Ersten Weltkriegs natürlich auch ein Plädoyer für Entsühnung, also ein Plädoyer dafür, sich für diejenigen zu kümmern, sich um diejenigen zu kümmern, die verletzt und nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen auch seelisch verletzt aus diesem Kriege in den Alltag zu integrieren sind. Und Freud behauptet und beharrt darauf, und die moderne Traumaforschung gibt ihm recht, dass in jedem Krieg, in dem Moment, wo er formal zu Ende ist, eigentlich Nachkrieg herrscht. Die Sieger und noch mehr die Verlierer tragen die Erfahrungen dieser kriegerischen, zerstörerischen Kräfte mit sich. Sie bringen sie in den Alltag und verändern damit auch den Alltag. Noch gut in Erinnerung ist, und das ist zum paradigmatischen Fall geworden, das Schicksal der heimkehrenden Vietnamsoldaten, von denen eine relativ große Anzahl zu Amokläufern geworden ist, weil sie keine Möglichkeit hatten, sich in einen Alltag zu integrieren, ja, weil es keine Angebote gab, weil die US-amerikanische Gesellschaft es nicht erlaubt hat, dass eine solche Fürsorge entsteht. Denn zunächst einmal war es für die US-amerikanische Gesellschaft so, dass die rückkehrenden Vietnam-Veteranen eben Verlierer waren. Und Verlierer konnte eine Nation, die sich für eine permanente Siegermacht hält, konnte das nicht eingestehen. Die Folge davon war, im Nachkrieg zur Beendigung des Vietnamkrieges stieg die Aggressivität in den USA massiv an, Amokläufe nahmen zu. Das heißt, der Alltag wurde kriegerisch. Das ist ein Motiv, das wir nicht aus den Augen verlieren sollten, einfach deswegen, weil Deutschland in der Zwischenzeit zu einer kriegsführenden Nation geworden ist und wir uns damit auseinandersetzen müssen, was machen wir mit unseren Soldaten? Wie ist das mit unserer langen Verleugnung? Nein, wir sind nicht kriegsführend. Von Deutschland darf kein Krieg mehr ausgehen. Aber gleichzeitig haben wir es mit den ersten toten deutschen Soldaten zu tun. Und wenn sie sich deren Ehrenrituale anschauen, die man immer noch machen kann, solange es relativ wenig Tote sind, findet man in der öffentlichen Diskussion aber überhaupt keine Argumente. Es gibt keine öffentliche Diskussion darüber, was es psychisch heißt, einer kriegsführenden Nation anzugehören. Ja, deswegen ist es ja auch lange verleugnet worden. Und Gutenberg war einer der Ersten, der darauf hingewiesen hat, eben, dass wir bekennen sollen, in einer kriegsführenden Nation zu leben. Drei weitere Illusionen, die nur kurz angesprochen. Es gibt die Illusion der eigenen Unsterblichkeit, wie Freud das nennt. Was den eigenen Tod betrifft, so besänftigt, so Freud, der Kulturmensch seine Todesangst, indem er sich unbewusst für unsterblich hält, zumindest so lange, bis er, wie eine umgangssprachliche Wendung uns betont, so lange, bis wir dran glauben müssen. Das ist interessant, diese Doppeldeutigkeit, was darauf hinweist für Freud, dass wir eben nicht glauben oder nicht gerne glauben, dass wir alle sterblich sind. Die Illusion der eigenen Unsterblichkeit ist auch ein starkes Bedürfnis, das zu Religionen führt, zu deren Hauptfunktionen eben genau diese Erzeugung einer Unsterblichkeitsillusion ist. Sei es nun in der Vorstellung einer leibhaftigen Unsterblichkeit am entsprechenden Gerichtstag oder sei es im Fortleben in der Erinnerung der eigenen Gruppe. Beides ist für Freud ein Ausdruck dieses Wunsches nach Unsterblichkeit. Eine zweite Illusion, die mit Tod zusammenhängt, ist für ihn die Illusion einer ambivalenzfreien Nächstenliebe. Damit meint er Folgendes. Der Tod nahestehender geliebter Personen wird vom Kulturmenschen immer so erlebt, als seien unsere Beziehungen frei von Ambivalenz, als würden wir nur lieben und nicht
unseren Nächsten und vielleicht sogar die Geliebtesten zu hassen. Deswegen ist für Freud wichtig zu sagen, der Hass, das Eingestehen von Hasses auch gegen die, die wir lieben, ist ein Merkmal für psychische Gesundheit, weil die meisten Beziehungen eben ambivalent sind. Und wer hätte nicht schon einmal dem Gedanken nachgegangen, seinen Geliebten oder seine Liebste an die Wand zu klatschen, hier und jetzt. Aber genau diese Aggressivität außen vor zu lassen, führt in der Freud'schen Wahrnehmung zu einer Verleugnung, die dann auch die Beziehungen belastet, weil dann eben aus den Beziehungen alles ausgegrenzt werden muss, was auf diesen Hass hin verweist. Und die dritte Illusion ist die Illusion von erwartungssicherer, befolgter, weil bedürfnisgerechter Gebote. Damit meint Freud Folgendes: Was schließlich den Tod fremder Personen, ja, wir hatten erst die Eigenunsterblichkeit, dann die Sterblichkeit von uns Nahen und jetzt geht es um die Sterblichkeit, den Tod fremder Personen. Also was schließlich den Tod fremder Personen betrifft, die vielleicht sogar Feinde sind, so glaubt der Kulturmensch, so Freud, dass die Gebote erwartungssicher befolgt werden, weil sie bedürfnisgerecht sind. Freud sagt und exemplifiziert das am Beispiel, du sollst nicht töten. Es gibt keine natürliche Tötungshemmung für Menschen, sondern man muss der Tatsache Rechnung tragen, und jetzt wird er ganz drastisch, dass wir alle in einer Reihe stehen von Generationen, die Mörder waren. Da Gebote eben nicht bedürfnisgerecht sind, muss ihre universale Geltung gegen die menschliche Neigung, sie nicht zu befolgen, kulturell durchgesetzt werden. Ja, für ihn ist die Vorstellung leitend. Wir alle tendieren dazu, zumindest in unseren Fantasien, Normen zu brechen, in unserem eigenen Interesse, zu unserem eigenen Lustgewinn, und Normen einzuhalten, weil man sie einsieht, weil sie einsichtig sind, ist ein Zustand, den Gesellschaften anstreben sollten, den er aber selbst für einen unwahrscheinlichen Zustand hält. Was meint nun Freud? Das ist jetzt sozusagen die Frage, eine methodologische Frage, eine begriffliche Frage. Was meint Freud, wenn er von Illusionen redet? Bei Freud unterscheidet, so könnte man vielleicht es am besten erläutern, Freud unterscheidet Illusion von Irrtum, von Selbsttäuschung und von Wahnideen. Sein zentrales Bestimmungsmerkmal für eine Illusion im Unterschied zu einem Irrtum ist wunscherfüllendes Denken. Wenn mittelalterliche Gelehrte dachten, dass Ungeziefer aus Mist entsteht, dann irrten sie sich, da sie sich nicht wünschten, so zu denken, wie sie dachten. Dagegen war es eine Illusion, dass Kolumbus dachte, er habe einen neuen Seeweg nach Indien entdeckt, da er mit dem Wunsch in See stach, einen solchen Weg zu entdecken. Ja, also ganz wichtig für ihn, Illusionen sind keine Irrtümer, sondern Ausdruck wunscherfüllendes Denkens. Die zweite Abgrenzung, die er macht, ist gegenüber Selbsttäuschung und Wahnideen. Die teilen mit der Illusion das Wunschdenken, immunisieren es aber sehr, sehr viel strenger gegenüber der Realität. Eine Selbsttäuschung liegt dann vor, wenn der Wunsch, der das Denken antreibt, dem Irrtumsvorbehalt gegenüber den Resultaten des Denkens ganz ausschaltet. Im Falle der Wahnidee schließlich werden die Wunschgedanken als unbezweifelbare äußere Realität wahrgenommen. Und wenn Freud schreibt, als Illusionen kann man die Behauptung gewisser Nationalisten bezeichnen, die Indogermanen seien die einzige kulturfähige Menschenrasse, dann rückt er Illusion und Ideologie nah aneinander, womit er dann in der Diskussion mit Soziologen Ideologien einen wunscherfüllenden Kern zuschreibt. Ja, und wenn Psychoanalytiker sich Ideologien anschauen, dann gucken sie in erster Linie darauf, welche Wünsche werden, wie auch immer, rationalisiert in diesen Ideologien eigentlich erfüllt. Im Einzelnen mangelt es den verwendeten Begriffen, also Illusion, Selbsttäuschung, Wahnidee,
eine Trennschärfe, haben sie leider nicht. Denkverbote können auf ganz unterschiedliche Weise entstehen. Aber den Versuch zu machen, das nicht gleichzusetzen, ermöglicht auch die Frage aufzuwerfen, womöglich ist an den Illusionen etwas dran, was wir zum Leben brauchen. Und Illusionen sind in dem Sinne eben keine die Realität ausblendenden Wunscherfüllungen, sondern sie sind womöglich konstruktive Elemente unserer aller Lebensführung. Dazu später noch mehr. Wunscherfüllendes Denken bzw. Wunschdenken ist eine bestimmte Art des Denkens, für die Erfüllung von Wünschen das Denken einzusetzen. Denn der Erfüllung von Wünschen, und das ist eine der bevorzugten Perspektiven von Freud, dient auch das wissenschaftliche Denken, das als höchste Form des Denkens, aber nicht das Realitätsprinzip ausschaltet wie illusionäres Denken, sondern danach sucht, wie die Wünsche und der Anerkennung des Realitätsprinzips erfüllt werden können, was die Schaffung von wunscherfüllenden Realitäten einschließt. So ist der Glaube an die eigene Unsterblichkeit eine Illusion, das Klonieren von Menschen aber eine Form, die gewünschte Unsterblichkeit real werden zu lassen. Ja, für Freud sind Wünsche etwas, was unser Handeln antreibt, und zwar erotische Wünsche und destruktive Wünsche. Und alles, was wir tun, ist letztendlich mehr oder minder maskierte Form, diese Wünsche zu erfüllen. Und bei der Erfüllung dieser Wünsche geht es ganz zentral immer auch die Erfüllung von Wünschen, die tabuisiert sind. Ja, so wie eben es tabuisiert ist, andere zu töten, andere umzubringen, andere zu versklaven, gibt es dennoch aber gleichzeitig, so Freud, die Wünsche bei uns, das zu tun. Freud ist von einem historischen Siegeszug wissenschaftlichen Denkens überzeugt. Dementsprechend schreibt er, der wissenschaftliche Geist erzeugt eine bestimmte Art, wie man sich zu den Dingen in dieser Welt einstellt. Vor den Dingen der Religion macht er eine Weile Halt, zaudert, endlich tritt er auch hier über die Schwelle. In diesem Prozess gibt es keine Aufhaltung. Je mehr Menschen die Schätze unseres Wissens zugänglich werden, desto mehr verbreitet sich der Abfall vom religiösen Glauben, zuerst nur von den veralteten, anstößigen Einkleidungen desselben, dann aber auch von seinen fundamentalen Voraussetzungen. Das ist eine der wenigen Stellen, wo Freud offensichtlich zumindest in the long run eine positive Vorstellung hat, nämlich die Vorstellung, dass Menschen einmal ohne Religion, welches System auch immer, auskommen werden. Und er glaubt als Vertreter einer wissenschaftlichen Weltanschauung, dass, vorhin hatten wir den Intellekt, der Intellekt wird sozusagen von den Wissenschaften vertreten, die es ermöglichen werden, Religion überflüssig zu machen. Wenn man sich heute anschaut, dass 2/3 aller aktuellen Kriege im weitesten Sinne Religionskriege sind, wobei Religion häufig verwendet wird zur Maskerade von anderen Motiven, dann ist das religiöse Zeitalter, von dem Freud hier denkt, es würde sich seinem Ende zuneigen, überhaupt nicht zu Ende, sondern man kann unter Umständen eher das Gegenteilige denken, dass das Bedürfnis nach Religion so stark wie lange, vielleicht so stark wie noch nie ist. 1932 schreibt Freud in seinen Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse ein Kapitel, das nennt er über eine Weltanschauung. Und dieses Kapitel stellt so etwas dar wie eine Fortschreibung seiner Religionskritik. Er nennt 3 Konkurrenten zur Religion: die Kunst, die Wissenschaft und die Philosophie, wobei er Philosophie und Wissenschaft nicht zusammendenkt. Er meint, sie alle arbeiten daran, Religion zu überwinden, aber gleichzeitig werden sie auch in religiöse Prozesse mit hineingezogen. Interessant ist, dass er im Titel seiner Vorlesung eben nicht von Religion spricht, sondern von Weltanschauung, was ein spezifisch deutscher Begriff ist. Das liegt daran, dass Freud Weltanschauungen aller Art
einen religiösen Charakter zuschreibt. Jede Weltanschauung ist eine intellektuelle Konstruktion, die alle Probleme unseres Daseins aus einer übergeordneten Annahme einheitlich löst, in der demnach keine Frage offen bleibt, mithin Orientierungssicherheit bietet, indem sie alle Zweifel stillstellt. Gerade dadurch unterscheidet sich Weltanschauung von Wissenschaft. Das ist ein wichtiges Kriterium, was er einführt, das ungefähr heißt, immer dann, wenn wir auf Denksysteme treffen, bei denen es offensichtlich nichts mehr zu bezweifeln gibt, dann müssen wir mit rechnen, dass wir es hier mit einer verkappten Religion zu tun haben. Es gibt interessante Überlegungen, etwa bei Walter Benjamin, einer der wenig rezipierten Vertreter der kritischen Theorie und der Frankfurter Schule, die den Versuch machen, den Kapitalismus, vor allen Dingen den Konsumkapitalismus, als eine Form von Religion darzustellen. Und in der Tat, wenn man sich anschaut, was es für Rituale um die neuen Handys gibt, dann findet man eine ganze Menge von solchen Ritualisierungen, die auch religiöse Qualität haben. Und der Tanz ums goldene Kalb, wenn man eine biblische Metapher bemühen will, ist ein, also aus konsumkapitalistischer Kritik gesehen, ist ein Tanz um Konsumgüter, die uns nicht nur zufriedenstellen, sondern die uns über unsere Bedeutung hinaus erhöhen, die wir brauchen, um uns narzisstisch darzustellen. Nun würde man die tatsächlichen Machtverhältnisse verkennen, wollte man behaupten, der wissenschaftliche Geist habe sich bereits durchgesetzt. Nein, der Kampf des wissenschaftlichen Geistes gegen die religiöse Weltanschauung ist überhaupt nicht zu Ende gekommen. Er spielt sich noch in der Gegenwart so Freud unter unseren Augen ab. Und wir können diese Aussage 1933 getroffen und bezogen auf die Nationalsozialisten sicher auch weiter fortschreiben, eben indem wir, wenn wir in die Welt gucken, darauf stoßen, dass religiöse Systeme in der Zwischenzeit miteinander konkurrieren oder aber an sonstige politische Motive religiös verkleidet werden. Freud ist aber nicht naiv, er ist kein naiver Wissenschaftsgläubiger. Das macht sich in einem Begriff bemerkbar, den er relativ früh in seinem Werk schon verwendet hat. Da spricht er von Wissenschaftsreligion. In diesem Begriff ist die Ahnung präsent, dass auch Wissenschaft auf die Stufe der Illusionsproduktion bzw. Ideologieproduktion zurückfallen kann. Wenn Freud dennoch seinem Gott Logos huldigt, dann gebraucht er den Wissenschaftsbegriff normativ, so wie er sich das vorstellt, soll er sein. Tatsächlich aber müssen wir heute, die wir Wissenschaft betreiben, im Grunde genommen auch immer Wissenschaftskritik betreiben, weil die hehren Ideale der Wissenschaft, nämlich Unparteilichkeit, in vieler Hinsicht unterlaufen werden. Ein Großteil von Auftragsforschung entspricht überhaupt nicht mehr diesen Gegebenheiten. Und Wissenschaft wird sehr häufig als Pseudowissenschaft eingesetzt, um Diskriminierung, um die Entwicklung von Feindbildern und Ähnlichem zu legitimieren. Illusionen, so Freud, bedienen ein Trostbedürfnis. Und das sowohl öffentlich als auch für das private Leben. Freud sieht die gesamte Psychoanalyse diesbezüglich in der Pflicht. So heißt es auf der letzten Seite seiner wohl bekanntesten kulturtheoretischen Schrift »Das Unbehagen in der Kultur«, dass er alle diejenigen enttäuschen müsse, die von der Psychoanalyse Trost erwarten. Oder Trost zu finden erwarten, besser gesagt. »Ich beuge mich Ihrem Vorwurf«, so Freud, »dass ich Ihnen keinen Trost zu bringen weiß, denn das verlangen Sie im Grunde genommen alle«, die wildesten Revolutionäre nicht weniger leidenschaftlich als die bravsten Frommgläubigen. Statt Trost bietet die Psychoanalyse, und das schreibt er ihr sozusagen als Aufgabe ins Stammbuch, Wahrheit bzw. der Treffender, ein aufrichtiges Streben nach Wahrheit, weil sie, und zwar vor aller Therapeutik, die Psychoanalyse ist eben nicht in erster Linie Therapeutik, sondern Wissenschaft, und damit einem Ethos des Zweifelns
als Beweggrund der Wahrheitssuche verpflichtet ist. Anders gewendet, Freud bietet Wahrheit als Trost, so wie er in Zeitgemäßes über Krieg und Tod behauptet, er spendet Trost, anzuerkennen, dass der Kulturmensch noch längst nicht so kultiviert sei, wie er gerne von sich glauben möchte. Ob und wie weit taugt Desillusionierung aber tatsächlich als trostspendendes Therapeutikum? Sind Menschen überhaupt fähig, auf diesen Trost zu verzichten? Oder benötigen wir den? In Zeitgemäßes über Krieg und Tod geht Freud einen Hinweis, wenn er schreibt, das Leben zu ertragen bleibt ja doch die erste Pflicht aller Lebenden. Die Illusion wird wertlos, wenn sie uns darin stört. In dieser Formulierung wird wertlos, wenn sie uns darin stört, wird anerkannt, dass sie dennoch einen Wert habe. Das ist eine der wenigen Stellen, wo Freud einen Illusionsbegriff versucht, positiv zu besetzen. Illusionen sind in dieser Perspektive Instrumente alltäglicher Lebensführung, die genau darin ihren Wert haben, dass sie das Leben erträglicher machen. Diesen Wert aber verlieren, wenn sie das Leben dadurch weniger erträglich oder gar unerträglich machen, wenn an ihnen festgehalten wird. So gesehen ist Desillusionierung nur insoweit angebracht, wie sie leistungsfähigere Instrumente der Lebensführung anzubieten hat. Dabei erweist sich die Erträglichkeit des Lebens als ein Hinweis auf unsere aller Frage nach dem, was ist eigentlich das gute Leben? Und die Antworten, die darauf zu finden sind, variieren natürlich historisch, kulturell, gesellschaftlich. Freud setzt auf Desillusionierung und er tut dies in Zeitgemäßes über Krieg und Tod, vor allen Dingen am Beispiel der Illusion der eigenen Unsterblichkeit, deren Wert darin liegt, Todesangst zu besänftigen. Denn diese Illusion trägt zum Krieg bei, und zwar dadurch, dass sie Heldentum positiv besetzt. Für Freud ist das Heldentum sozusagen eine Verführung, sich als Held zu fühlen, sich für die nationale Sache einzusetzen, dafür sein Leben zu lassen, weil im Grunde genommen, da er ja in dem Sinne Atheist ist, tatsächlich von dem, was der Held gibt, nicht sehr viel übrig bleibt. Er muss sogar damit rechnen, dass er relativ schnell vergessen wird. Bis heute, könnte man sagen, gehört es zum Standardrepertoire aller Kriegstreiber, denen, die ihr Leben für sie geben sollen, Unsterblichkeit in welcher Form auch immer zu versprechen. Ja. Denn wenn man kriegshistorisch schaut, diejenigen, die auf den Schlachtfeldern als Soldaten sterben, gehören in der Regel nicht zu den privilegierten Schichten. Denen wird aber im Grunde genommen versprochen, dass sie durch die Teilnahme, durch ihr Opfer, durch ihr Menschenopfer letztendlich über ihre Existenz hinaus an Ruhm gewinnen, bis dahin, dass Islamisten ihren Selbstmordattentäter eben eine große Anzahl von Jungfrauen versprechen. Dagegen bekennt sich Freud im letzten Satz seines Aufsatzes zu einer philosophischen Position, von der man sagen könnte, die ist ein bisschen stoisch, mit der er fordert, auf die Illusion der eigenen Unsterblichkeit zu verzichten. Wenn du das Leben aushalten willst, richte dich auf den Tod ein. Da gibt es eine Linie in der Philosophie von den Stoikern, von Seneca beispielsweise bis zu Freud, die alle eine ähnliche Position hatten. Oder anders formuliert, lebe im Bewusstsein, dass du sterblich bist. Um dieses Diktum besser zu verstehen, lässt sich ein anderer kleiner Text von Freud heranziehen, der heißt Über Vergänglichkeit aus dem Jahre 1916, also gerade ein Jahr nach dem Text, der bei uns im Mittelpunkt steht. Dort entwickelt Freud den Gedanken, dass die Vergänglichkeit der Dinge die Dinge nicht entwertet, sondern sie kostbar macht und kostbar sein lässt, so lässt sich ergänzen, auch dann Wert macht, sie zu schützen und zu erhalten. Das gilt auch für das eigene Leben. Sich dessen Vergänglichkeit bewusst zu machen, lässt es so kostbar erscheinen, dass die Angst steigt, es zu riskieren. Das ist die andere Seite. Ja.
Aber zunächst einmal betont Freud, sich positiv auf Vergänglichkeit zu beziehen, weil nur wenn wir uns positiv auf Vergänglichkeit, auf die eigene, aber auch die Vergänglichkeit von Dingen, die uns wert sind, beziehen, lernen wir sie schätzen, können wir sie schätzen, während wir in einer modernen Gesellschaft leben, in denen die Dinge austauschbar erscheinen, in denen die Vergänglichkeit der Dinge selbst überhaupt nicht an uns herangelassen wird, sondern im Konsumkapitalismus versuchen wir, bevor wir von einem Gut enttäuscht werden, schon das nächste Gut der nächsten Generation zu erwerben, genau um diese Enttäuschung nicht zu erleben, während Freud eben darauf pocht, über eine Lebensführung nachzudenken, in der die Vergänglichkeit positiv besetzt ist, weil sie eben Kostbarkeiten und Unverwechselbarkeit schafft. Ich kann eben meinen geliebten Partner nicht einfach ersetzen, sondern ich muss mit ihm leben im Bewusstsein unserer gemeinsamen Vergänglichkeit. Freud thematisiert die Illusion der eigenen Sterblichkeit aber nicht nur negativ, sondern er verweist auf der anderen Seite darauf, diese Illusion hat eine positive Seite. Nämlich nur dann, wenn es mir gelingt, in meiner Lebensführung nicht dauernd an den Tod zu denken, nur dann riskiere ich auch was. Innovationen beispielsweise, darauf verweist Freud, kommen darüber zustande, dass ich etwas wage, und ich kann nur dann etwas wagen, wenn mir nicht dauernd mein eigener Tod vor Augen steht, denn dann werde ich ganz vorsichtig, ich werde ängstlich und wage es nicht. Also läuft es auf eine Lebensführung hinaus, bei der diese Illusion der Unsterblichkeit ausbalanciert wird. Sie hat positive und negative Seiten, aber eben auch positive Seiten, wo Freud ja gerade dabei ist, über einen Illusionsbegriff nachzudenken, der nicht automatisch negativ ist. Und dazu vielleicht noch ein paar Gedanken. Die Frage ist, ob die Existenz von Illusionen eine rationale, vernünftige Lebensführung erlaubt oder ihr entgegenwirkt. Freud ist immer mal wieder, so muss man es vielleicht sagen, nicht durchgängig, aber immer mal wieder der Ansicht, das lässt sich ganz gut verknüpfen. Denn es gibt gute Gründe, so Freud, für eine Illusionsbildung. Deren bester ist die Erhaltung der eigenen Urteils- und Handlungsfähigkeit unter den Bedingungen, durch unerträgliche Gefühle gelähmt zu werden. Das heißt also, es gibt so etwas wie ein optimales Ausmaß an Illusion, eine Illusion, die Realitätsprüfung nicht verhindert. Folglich lassen sich funktionale Wirklichkeitskonstruktionen als Zyklen von Illusionsbildung, Desillusionierung und erneuter, gegebenenfalls realistischerer Illusionsbildung begreifen. Pointiert gesagt, ist die Freiheit von Illusionen selbst eine Illusion, die wir gerne vor zu viel Realität schützen, indem uns immer nur die Wirklichkeitskonstruktionen der anderen, ja, als illusionär erscheinen, nicht die eigenen. Aber mehr noch, ohne Illusionen gibt es, provokant formuliert, womöglich gar keine Lebensfreude. Indem ich das behaupte, über Freud hinaus behaupte, bin ich mir der Provokation natürlich bewusst, die das beinhaltet. Denn sie kann schnell die Verabschiedung des Programms der Aufklärung sein. Besonders dann, wenn man an kollektive Illusionsbildungen denkt und sie mit menschenverachtenden Ideologien kurzschließt. Aus dieser Warte heraus erscheint es ethisch nicht legitim, Illusionen rehabilitieren zu wollen, da die Gefahr einer, wie Marcuse das nennt, eines glücklichen Bewusstseins heraufbeschworen wird, das sogar die Verhöhnung von Opfern gesellschaftlicher Gewalt hinnimmt, um sich nicht in seinem wohlfeilen Seelenfrieden stören zu lassen. Damit wird aber Illusionsbildung mit Verleugnung und Verdrängung gleichgesetzt, was Freud versucht hat, voneinander abzusetzen. Zwar dienen auch Illusionen der psychischen Entlastung, sie sind aber nicht grundsätzlich realitätsblind. Insofern anerkennt, wer sich Illusionen macht, dennoch uneingeschränkt, dass es Fälle gibt,
wo jeder Trost niederträchtig und Verzweiflung Pflicht ist. Der Philosoph Peter Sloterdijk hat ein Buch geschrieben, über das man sehr geteilter Meinung sein kann, Zeit und Zorn, indem er darauf hinweist, dass die moderne Gesellschaft den Zorn delegitimiert. Der Zorn aber eine verändernde Kraft sei und wir immer weniger in der Moderne Energien mobilisieren können, die uns dazu bringen, empört zu sein, empört und zornig zu sein. Die moderne Gesellschaft, so Sloterdijk, und unter Umständen könnte Freud da mithalten, führt dazu, dass wir zunehmend indifferent werden, vielleicht weil wir uns handlungsohnmächtig fühlen, aber ohne Zorn, ohne Empörung, in Fällen, in denen Niedertracht existiert und Verzweiflung Pflicht ist. Das ist etwas, was Freud sehr wahrscheinlich auch unterschreiben würde, auch wenn es bei ihm keine Theorie des Zornes gibt. Illusionsbildung ist Teil der Kunst, ein Leben im Bewusstsein dieser Pflicht zu leben. Ja, dieser Pflicht, ja, dem Niederträchtigen entgegenzutreten und gegebenenfalls sich der Verzweiflung hinzugeben, weil keine andere Möglichkeit besteht. Es geht darum, sozusagen in diesem Sinne bewusst gegenüber den Destruktionen auf der Welt zu sein, ohne sich ein Recht auf ein gutes Leben nehmen zu lassen. Ja, und das ist eines der zentralen Widersprüche, die vor allen Dingen auch in der Nachkriegszeit, in der Diskussion zwischen Adorno und Horkheimer eine große Rolle gespielt hat. Angesichts der herrschenden gesellschaftlichen Realität, in der nach wie vor der Mensch des Menschen Feind ist, so könnte man provokant formulieren, verbietet sich eine Lebenskunst, das ist die adornitische Position, die auf deren totale Affirmation setzt. Gleiches gilt aber auch für deren totale Negation. Denn Totalisierung impliziert stets die Reduktion auf ein einziges Prinzip. Freuds Definition zufolge ist mit einer solchen Reduktion aber der Tatbestand erfüllt, sein Leben einer Weltanschauung unterzuordnen, um Trost zu finden. Denn auch die totale Negation ist ein Tröstungsversuch, weil es sehr viel schwerer fällt, ohne eine eindeutige Orientierung zurechtzukommen, durch die alle Wechselfälle des Lebens bereits vorentschieden sind. Eine Lebenskunst, die auf der Höhe dieses Problembewusstseins ist, hat Theodor W. Adorno in seiner Minima Moralia formuliert. Und dort steht die berühmte Sentenz, die Sie vermutlich alle kennen, dass es kein richtiges Leben im Falschen gibt. Und wie soll man dennoch gleichzeitig daran glauben, dass es einzelne Momente in diesem großen Ganzen gibt als einen illusionären Vorgriff auf das richtige Leben, weil eben das große Ganze nicht alles ist. Und ich würde gerne schließen mit einer Sentenz von Jochen Hörisch, einem an der Frankfurter Schule orientierten Literaturwissenschaftler, der den schönen Satz formuliert hat, die Pointe formuliert hat: Ist der Satz, es gebe kein richtiges Leben im Falschen, ein richtiger oder ein falscher Satz? Wenn es möglich sein sollte, im falschen Leben richtige Sätze und seien es auch nur Sätze über das falsche Leben zu bilden, so kann das falsche Leben nicht nur falsch sein. Danke.